Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Butterschmalz, geklärte Butter oder auch Ghee genannt. In der ayurvedischen Küche gilt sie sogar als sehr gesund. Butterschmalz eignet sich nicht nur für Kekse, Plätzchen oder Kuchen, sondern man kann sie auch zum Braten von Gemüse, Fleisch, Fisch oder Bratkartoffeln nehmen, die übrigens damit mega lecker sind. Da man Butterschmalz sehr hoch erhitzen kann, anders wie bei Butter. Es wird Milchzucker, Milcheiweiß und Wasser herausgekocht und übrig bleibt das reine Fett. Natürlich sollte man es mit Maßen genießen. Ich zeige euch jetzt, wie ich Butterschmalz hergestellt habe. Butter gebe ich jetzt in einen Topf. Gefrorene Butter in den Topf geben, dann dauert das Schmelzen halt ein bisschen länger, aber ihr könnt es auch machen. Ich lasse jetzt die Butter vor sich hin schmelzen, bis sie vollkommen geschmolzen ist und fange sie dann an auszukochen. Vollkommen aufgelöst. Jetzt schalte ich sie auf die höchste Stufe, bis sie anfängt zu kochen und schalte sie dann auf die fünfte Stufe runter. Der Schaum, der hier auf der Oberfläche entstanden ist, das ist das Milcheiweiß. Und das entferne ich einfach mit einem Löffel. Ab und zu mal umrühren sollte nicht schaden. Es hilft, dass sich das Eiweiß am Boden nicht ansetzt und anbrennt. So, der Butterschmalz ist klar. Man kann auf den Boden gucken. Und jetzt ist er fertig. Ich habe hier zwei Gläser vorbereitet und habe in dem Sieb etwas Küchenpapier ausgelegt. Das ist jetzt die Menge, die ich aus den drei Päckchen Butter erhalten habe. Ich lasse die geklärte Butter jetzt vollständig auskühlen und verschließe erst dann meine Gläser. Wenn ich sie im heißen Zustand verschließen würde, bildet sich Kondenswasser, das in die geklärte Butter tropft und dann beginnt es zu schimmeln. Also achtet bitte darauf, dass ihr die geklärte Butter vollständig auskühlen lasst. Mein Butterschmalz ist jetzt fest geworden. Zur Aufbewahrung kann man ihn im Keller, im Kühlschrank oder auch in den Küchenschrank stellen. Butterschmalz hält sich, wenn er kühler steht, 1 bis 1,5 Jahre. Im Küchenschrank ist er ca. 6 bis 8 Monate haltbar. Butterschmalz hat einen so wunderbaren Geruch. Probiert ihn aus, ich verspreche euch, dass euch eure Speisen sehr schmecken werden. Also ich kann euch die geklärte Butter sehr empfehlen. Probiert sie wirklich mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unters Video. Ich beantworte sie euch schnellstmöglich. Abonniert meinen Kanal, sodass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lena. Tschüss.